Ei Gude und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von How to Roll 20. Heute, wie man eine Sandbox erschafft oder ein Spiel erstellt, für welches in Roll 20 gar keine Vorlagen gibt. Also normalerweise hat man ja für Spiele wie D&D 5.0, D&D 3.5, Shadowrun, DSA und so weiter und so fort vorgefertigte Charakterbögen und schon vorgefertigte Makros, die man nutzen kann. Dazu wählt man einfach aus, welchem Typ die Sandbox sein soll, wenn man sie neu anlegt. Wir wollen jetzt eine Sandbox für Earthdawn machen. Und zwar für Earthdawn 2. Edition. Und in Roll 20 gibt es nur die 4. Edition. Da dachte ich mir, ist eigentlich eine super Gelegenheit, euch mal die Handarbeit zu zeigen, was man da machen kann, wenn man da sagt, okay, ich würde da gerne aber Charaktere importieren, die mit Makros würfeln können und so weiter und so fort. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal, wo ich da gestartet bin. Ich blende jetzt einfach mal mein Roll 20 ein. Das ist das, was ihr aus dem Würfelwurf oder aus dem 3D-Würfelwurf-Video schon kennt. Das mit dem schönen grünen Hintergrund. Und fangen wir mal an bei den Charakteren. Ich habe jetzt hier Koalis Tiermeister schon eingebaut, der mit dem unaussprechlichen Namen, wo ich mir auch eine Abkürzung für überlegen muss. Und zwar wie folgt. Der sieht ziemlich blank aus, der hat eine kurze Beschreibung und sonst nichts, hat noch kein Bild, da warte ich noch auf was. Aber das ist für uns jetzt irrelevant. Um mit Roll 20 arbeiten zu können, braucht der Charakter Attribute und Fähigkeiten, also Attributes und Abilities. Und die kann man einfach hinzufügen, indem man hier auf Add klickt. Dann erscheint unten ein Untitled Attribute. Dem könnt ihr irgendeinen Namen geben und einen dazugehörigen Wert. Das lösche ich jetzt wieder, weil ich brauche es im Moment nicht. Und so habe ich jetzt zugegeben, das ist mühevolle Kleinarbeit, das zu machen. Hier Attribute angelegt, Charaktername, Legendenpunkte, Gesamtlegendenpunkte aktuell. Das sind die Erfahrungspunkte in Earthdawn. Und ja, Geschicklichkeit, Stärke, Zähigkeit, Wahrnehmung, Willenskraft oder Widerstand. Jetzt muss ich selbst mal gerade nachschauen. Das ist, bevor ich was Falsches erzähle hier, Willensstärke. Und ich sehe gerade, ich habe Charisma vergessen. Na, es ist schon mal eine Bombensache, zu zeigen, wie das wirklich läuft. Also kopiere ich mir jetzt mal das, was ich bin ja schreibfaul, Add. Und hau dann hier unten rein, wir brauchen einen Charisma-Wert. Der ist bei dem Tiermeister von Koali 15. Das Doofe ist, man muss hier immer wieder ganz nach oben scrollen. Der Button ist nicht dynamisch oder das ist unten keiner. Das hätten sie ein bisschen besser machen können. Aber naja, wer wird schon rummosern wollen? Dann haben wir eine Charisma Stufe, welche den Wert abbildet, und die ist bei einem Wert von 15, Stufe 6 in Earthdawn. Und dann haben wir noch einen Charisma-Würfel, also jeder Stufe ist ein Würfel zugeordnet. Und da habe ich jetzt schon Makros und andere Attribute geschrieben, da komme ich gleich dazu, die möchte ich jetzt dynamisch einbinden, deswegen mache ich hier ein Add. Schreibe Stufe 6. Gut, das war der große Wurf an Handarbeit, die Stufen einzufügen. Das zeige ich euch gleich nochmal, was ich da genau gemacht habe. So kann ich nämlich bei den Zähigkeitswürfeln, den Stärkewürfeln einfach das Attribut Stufe callen mit dem Add davor. Also wenn man auf ein Attribut des gleichen Bogens referenziert, ein Add-Zeichen und dann Namen des Attributs. Und die sind halt von mir, die Stufen sind Stufe 1 bis 45. Und in Earthdawn ist es so, dass man pro Stufe eine gewisse Anzahl von Würfeln dazu bekommt. Und Earthdawn hat explodierende Würfel. Also für Stufe 1 das D4 Ausrufezeichen minus 2 bedeutet, ich würfel einen D4, der explodieren kann. Also wenn er eine 4 würfelt, also das Maximum des Würfels, wird er erneut gerollt. Und von der Summe der eventuell mehreren gewürfelten D4, wenn sie mehrfach explodieren, wird dann 2 abgezogen. Bei Stufe 3 ist es dann nur ein D4, der explodieren kann.
Bei Stufe 7 wäre es ein D12. Bis runter zu Stufe 45, da ist es 2D20, die explodieren können, plus 2D12, die explodieren können, plus 1D10, der explodieren kann, plus 1D6, der explodieren kann. Jetzt habe ich quasi ein statisches Konstrukt von den Stufenwürfeln, die ich halt in allen anderen Makros mit einbinden kann. Das war so der Sinn der Sache. Und da kommen wir jetzt auch dazu. Wir nehmen jetzt mal erstmal ein reines, also die Abilities sind auch quasi schon Makros mit so einem Würfel da vorne dran. Wenn ihr drauf drückt, dann wird der Wurf gewürfelt. Aber was verbirgt sich denn hinter der Krallenhand, beziehungsweise geben wir erstmal einen Unarmed Attack, also waffenloser Angriff. Da habe ich jetzt Templates genutzt. Ich nehme immer das Default-Template. Es gibt für andere Bögen andere Templates, aber ja, ich habe mich jetzt mit dem Default abgefunden. Das ist quasi wie im Chat angezeigt wird, dass der Wurf aussieht. Ich ziehe mal gerade das Fenster ein bisschen rüber. Keine Panik, ihr seht gleich alles wieder. Und dann blende ich mal den Chat unten ein und würfel mal so einen Unarmed Attack. War das das jetzt schon? Ah, ne, ich muss erstmal... Warum wird denn jetzt hier der Karma Value gecallt? Ach, ich habe nicht auf Karma Wolf geklickt, nicht auf Unarmed Attack. Ja, Vorführeffekt und so, da bin ich echt gut drin. Der Unarmed Attack Wurf ist ja hier neben dran. Genau, weil ich das offen habe. Ja. Jetzt würfeln im Hintergrund die 3D-Würfel. Und jetzt seht ihr hier, das Template ist das, dass es hier blau aussieht, unten drunter weiß und nicht einfach nur angezeigte Würfel im Chat sind. Dann haben wir hier der Name, der angezeigt wird, soll der Charaktername, in dem Fall der unaussprechliche von Qualis Tiermeister sein. Der wird hier oben in dem blauen Bar angezeigt. Der Methodenname bzw. der beschreibende Name ist greift waffenlos an. Das ist das Fettgedruckte, was hier vorne dran steht. Und dann haben wir einen Function Call bzw. einen Dice Roll Call gemacht mit diesen eckigen Klammern. Die bedeuten immer irgendwie für irgendwas aus, also in dem Fall den Würfelwurf, mit dem Attribut Stufe 9. Das heißt, das Attribut Stufe 9 ist quasi ein Synonym oder ein Platzhalter. Und das würde jetzt bedeuten, dass er hier nach Stufe 9 schaut. Und Stufe 9 ist ein D8 explodierend und ein D6 explodierend. Und wenn wir jetzt mal hier unten über das, was wir gewürfelt haben, drüber hovern, dann sehen wir, dass er da schreibt Rolling D8 Ausrufezeichen plus D6 Ausrufezeichen ist eine 1 und eine 3. Also keiner davon beiden ist explodiert und die Summe ist 4. Das ist genau das, was wir wollten. Gut. Danach würde dann, wenn er... Das wäre jetzt die vorbereitende... trifft er Frage oder Trefferprobe für zum Beispiel einen Krallenhandwurf, wenn er keine Waffe in der Hand hat, sondern eine Krallenhand machen will. Und die Krallenhand macht Schaden. Und zwar auch Stufe 9 zufällig, genau das gleiche wie der Unarmed Attack-Wurf. Aber jetzt habe ich hier noch eine Beschreibung dran gemacht. Ihr seht, hier macht Schaden. Mit seiner Krallenhand, das ist dieser fettgedruckte Beschreibungswert. Ich würfel das jetzt einfach mal, dass ihr das live im Chat seht. Könnte ein bisschen schöner formatiert sein, aber ich finde das gut. Und als quasi Erklärung bzw. Erinnerung dann dafür, dass sich dieser Schaden, diese Stufe 9, zusammensetzt aus Rang plus Stärkestufe plus 3. Das heißt, die Stärkestufe von ihm ist 5. Plus 3 sind 8 und Rang hat er 1. So, richtig, hat der Stärkestufe 5. Ja, der hat Stärkestufe 5. Das sieht man hier unten rechts. Gut. Aber das ist jetzt der nächste Punkt. Man könnte jetzt alle einzelnen Abilities und Fertigkeiten und so weiter und so fort alles einfügen. Ich habe jetzt mal die wohl am öftesten genutzt werden, eingefügt. Interessant ist jetzt für mich nochmal Stufenwürfe, also Fertigkeiten, die man nicht so oft nutzt, wo man dann auf den Charakterbogen guckt. Angenommen, er würde jetzt das Talent
Was haben wir denn da? Tierfreundschaft einsetzen. Dort hat er eine Attributsstufe von 6 und eine Talentstufe von 3. Addiert wäre das ein Wurf in Stufe 9. Dafür call ich dann die Ability Stufenwurf. Gucken wir da mal rein. Das ist das gleiche wie vorher auch. Also wir haben hier das Template, den Namen, den Charakternamen, macht eine Probe auf. Und jetzt kommt was, das hatten wir so noch nicht. Das wird mit einer Raute, nicht wie hier beim Charakternamen mit dem Add, ein Attribut gecallt, sondern es wird ein Makro gecallt. Wir rufen also quasi aus dem Makro, das wir hier schon haben, ein anderes Makro auf. Dann schauen wir doch mal in dieses Makro rein. Ich mache das mal größer, denn das ist ziemlich ausgiebig, sagen wir es mal so, das Makro. Und zwar, das ist ein sogenanntes Mod-Makro oder ein modifizierbares Makro. Das sieht man in dem Fragezeichen hier vorne. Dann geht dann so ein Pop-up auf mit einer Überschrift. Die Überschrift ist, welche Stufe würfeln. Und dann einem Dropdown-Feld, wo man Stufen auswählen kann. Und das, was dort in dem Dropdown-Feld steht, wäre Stufe 1. Und tatsächlich callt das dann für diesen Charakter, beziehungsweise die Stufen sind ja für alle Charaktere gleich. Deswegen habe ich jetzt fix die Stufen von Koalis Tiermeister genommen. Das wäre jetzt aber egal, von welchem Charakter, weil jeder Charakter Stufe 1 ist gleich jedem anderen Charakter Stufe 1. Und das ist jetzt die bisschen Fleißarbeit. Man macht dann das Add, also callt damit das Attribut von Charaktername, Pipe, Attributsname, in dem Fall Qualis Tiermeister Stufe 1, Klammer zu. Das ist jetzt quasi ein einziger Eintrag in der Dropdown-Box. Mit einem weiteren Pipe-Zeichen, also diesem senkrechten Strich, kann man dann einen zweiten Eintrag machen. Das habe ich jetzt mal in Fleißarbeit durchgemacht bis Stufe 45. Und am Ende kommt nicht ein Pipe-Zeichen, sondern die geschweifte Klammer zu, die wir hier vorne vor dem welche Stufe würfeln aufgemacht haben. Und dann die beiden eckigen Klammern zu, die wir hier vorne vor der ganzen Aktion, also das in eckigen Klammern nochmal zur Erinnerung heißt, das ist irgendeine Logik, ein Wurf, was auch immer, die aktiv ausgeführt werden soll, also ein Äquivalent zu dem im Chat slash R, also slash roll schreiben. Gut, dann testen wir das Makro doch mal. Und jetzt seht ihr genau das, es ist dieses Input-Value-Makro hier oben, welche Stufe würfeln, das war die Überschrift, die wir sahen, und in der Top-Down-Box sind Stufe 1 bis Stufe 45 unten drin. Und dann wird man schon, lassen wir mal einen Testroll, ob es denn auch wirklich funktioniert, ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht. Und da sieht man hier einen Haufen Würfel über den Bildschirm rollen. Und hier rechts seht ihr jetzt, hier wurde rein das Makro gecallt. Das heißt, rein die Würfel. Man weiß jetzt anhand dieser Zahl nicht, wer hat was, wie, wo, wann, warum gemacht. Man weiß zwar, okay, wenn jetzt der Spieler sagt, ich würfel jetzt das und das, dann sieht man das, aber im Nachhinein kann man das am Chat nicht nachverfolgen. Deswegen habe ich dieses Makro für den Stufenwurf hier in dem Stufenwurf Ability eingefügt, denn wenn man die jetzt ausführt, passiert erstmal nichts. Hallo? Muss ich mal speichern. Ah, ja, natürlich. Es kommt natürlich das Input-Value-Feld. Da hatten wir eben gesagt, der hat Stufe 8 auf seine Krallenhand, wenn er die auf seinen Tierfreundschaft, ne, Stufe 9 hat er da. Stufe 9 auf seiner Tierfreundschaft. Dann so picken wir die jetzt. Und ja, rollen ein paar Würfel hinterher, weil zum Beispiel die 6 hier ist jetzt explodiert. Sehr schönes Beispiel. Und dann seht ihr anstatt einfach nur dieser flachen Zahl, die dort steht, sondern tatsächlich Charaktername macht eine Probe. Also das wäre halt der Stufenwurf. Jetzt habe ich jetzt mal einen ganz neutralen Text genommen. Auf alles Mögliche. Und dann das Ergebnis, das ist halt der einzige Nachteil, wenn das Makro so aufgerufen wird, kriegt man richtig schön aufgeschlüsselt, was wie wo gewürfelt wurde. Also zum Beispiel die 2D20er sind nicht explodiert, die 2D12er sind nicht explodiert, der D10er ist nicht explodiert, aber der D6er ist einmal explodiert. Das kann man da schön nachsehen. Hier kann man es nicht, weil ich ein Makro
in eine Makro aufrufe, beziehungsweise um ganz präzise zu sein, einmal diese ausführenden Klammern aufrufe in einem anderen Makro, wo auch ausführende Klammern auf sind. Es werden quasi die Informationen zusammengepackt. Das kann man dann nicht mehr nachvollziehen. Aber für unser Spiel geht es ja um die 3D-Würfel, die wir dann im Stream anzeigen wollen. Deswegen ist die Ausgabe im Chat für uns erstmal relativ uninteressant. Es geht mehr so um das Ergebnis. Und ja, der Nachteil an dieser Sache ist jetzt natürlich, wir haben hier kein volldynamisches System. Das heißt, jedes Mal, wenn... Ich gehe hier nochmal ein bisschen weiter rüber, dass ihr hier alles seht. Wenn jetzt Koalis Tiermeister eine Stufe in GE steigt oder in einem anderen Attribut oder eine, siehst du hier, habe ich noch bei Magische Spur Tierbending, habe ich noch die eigentlichen alten Würfel drinstehen, die muss ich noch durch Stufen ersetzen, die müssen dann von Hand alle nachgeändert werden. Das ist der einzige Nachteil, man hat keinen Charakterbogen, aber man kann zumindest dann mal ein Rollenspiel bespielen, was sonst so in Roll20 nicht angeboten wird. Ja, das war's auch schon von der kurzen Erklärung zu, wie erschaffe ich Charaktere, für die es keine Vorlage gibt in Roll20, und ein bisschen Exkursion über Makros, genetzte Makros und gecallte Attribute. Ich hoffe, hat euch ein bisschen geholfen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir die gerne unten drunter in die Kommentare. Ich helfe da gerne aus. Wenn ihr andere Anregungen, Ideen habt, was ihr gerne in Roll20 mal noch irgendwie erklärt haben wollt, wo ihr Schwierigkeiten habt, schreibt das auch gerne unten drunter in die Kommentare. Ich mache da gerne ein Video dazu. Wenn ihr irgendwie was in Roll20 für eure Kampagne nutzen wollt, aber selbst im Programmieren nicht so fit seid oder ja auf irgendwelche Probleme stößt, da gibt es in Roll20 wirklich sehr, sehr viele, gerade im Bereich Makro, dann helft euch das gerne aus. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da und dann immer dran denken, Feedback-Challenge, Wort ist Macht. Ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal.